Wir bitten auch immer darum, dass Sie sich melden, das Mietet Beckhoff. Und gestern tatsächlich, während wir auf Sendung waren, kam schon der Wunsch von jemandem von Ihnen, auch wenn ich heute noch mal kurz darauf eingehen, ob es nicht bei uns im Safety-Bereich auch Klemmen gibt mit potenzialfreien Ausgängen. So, habe ich nachgeguckt gestern Abend, mal geguckt, da gibt es bei uns den EK1960, das ist ein kompakter Controller, ein bisschen größeres Device, ein Safety-Device. Das ist eine ganz tolle Applikation, der Controller. Da gibt es 20 digitale Eingänge, 24 Ausgänge und auch 4 potenzialfreie Ausgänge. Das wäre also die erste Lösung, die ist verfügbar, die gibt es vorhanden. Und jetzt kommt der Experte dazu, mein Kollege Michael. Wenn einer nicht diesen großen, kompakten Controller haben will, hast du noch was in der Hinterhand, oder? Genau, ich habe auch noch mal mit den Safety-Kollegen gesprochen und potenzialfreie Relaiskontakte, die braucht man schon und die haben auch eine Klemme in Vorbereitung. Ja. Den Namen kann ich dir noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall EL29XX heißen, aber da kommt auch was. Okay, super. Also da kann man drauf warten. Da haben wir was in Entwicklung und da kann man statt des großen, kompakten Controllers auch eine kleine Klemme in die Zukunft bekommen. Aber ich würde eigentlich ganz gerne, Michael, jetzt am Ende unserer 4 Tage nochmal einen Bogen machen, wirklich zu dem Thema der Langzeitverfügbarkeit. Weißt du, wir machen hier so ein Bashing mit MX ist neu und Klemme ist neu und PC ist neu. Es geht immer um neu, neu, neu. Aber seit 1995 machen wir schon Klemmen. Gönnen wir uns zum Schluss mal so einen kleinen Rückblick. Also, seit 95 haben wir die Klemme. Ja. Gibt es die noch? Wird die bald abgeschafft? Wie ist da der Status? Abschaffen tun wir sie natürlich nicht. Also, die gibt es weiterhin. Die gibt es seit 28 Jahren. Und die fertigen wir auch weiter, also wir stoppen das nicht. Ja. Was ist denn das Beispiel der ältesten Klemme? Gut, 95 haben wir viele Klemmen vorgestellt, aber eine so eine typische, die wir vorgestellt haben, ist zum Beispiel die KL1002. Wir sind damals mit Eingangsklemmen angefangen, zweikanalige Eingangsklemmen. Ich habe noch mal eine mitgebracht hier, Produktionsdatum 11.23 sehe ich, also die produzieren wir seit 28 Jahren. Ja. Du hast mir gestern noch gesagt, da produzieren wir noch Tausende von, oder? Das sind einige zigtausende, sogar zehntausende, die wir davon heute noch produzieren. Okay, das heißt also für die Kunden eigentlich eine ganz tolle Situation, entweder im Servicefall, die Klemme ist einfach noch da, aber auch noch für eine Maschine, die vielleicht wirklich exakt gleich gebaut wird, ist das Portfolio noch vorhanden. Es geht im Kern darum, dass sie auch Maschinenbauer Konstruktionsstände haben. Und wenn wir jetzt die ständig durch Abkündigung von Produkten nötigen, diese Konstruktion zu überarbeiten, verursacht das Aufwand. Die haben auch kein Übermaß an Ingenieuren. Also wollen sie den älteren Konstruktionsstand einfach weiter fertigen und ausliefern mit der Stückliste, wie sie zum Zeitpunkt der Konstruktion war. Und genau darin versuchen wir, die Kunden zu unterstützen, dass sie eben die älteren Produkte noch kriegen, aber natürlich nicht nur die älteren, sondern auch ganz viele neue. Und da habe ich mitgekriegt, wir haben ja auch extra für ein älteres Produkt, für unseren Leitbus, auch mal eine Klemme gemacht, die dort ein Interface bildet. Das gibt es auch nach wie vor, oder? Genau, das ist ein schönes Beispiel. Also für einen Leitbus, den Bus, den Beckhoff ganz ursprünglich mal erfunden hatte, gibt es immer noch den Koppler. Aber den haben wir auch in EtherCAT integriert. Also auch in unserem modernen Klemmensystem gibt es wieder eine Leitbus-Masterklemme, mit der man wieder mit älteren Systemen sprechen kann. Also wir schaffen immer die Verbindung zwischen den Systemen. So, jetzt darfst du natürlich nicht nur mit den alten Sachen aufhören, sondern du musst auch mit neuen Sachen aufhören. EtherCAT war ja schon ein Stichwort gerade. Diese 12mm Klemmen haben wir seit 28 Jahren. Da hast du 2 Kanäle in der Hand mit dem alten Klemmenbus. Jetzt mal so in 20 Sekunden die rasante Entwicklung bis heute. Was ist passiert? 20 Sekunden, ja. 2, 4, 8, 16 Kanäle, also immer in der gleichen Baubreite. Ja. Es wurde auch immer billiger pro Kanal, also man spart Geld. Aber auch technologisch. Mit EtherCAT haben wir natürlich Technologien genutzt. Es wurde schneller, wir haben auf einmal Timestamps, wir haben Oversampling. Also wir können jetzt wirklich auch im Oversampling Megasample Signale abtasten oder ausgeben und haben dadurch die Möglichkeit, was weiß ich, Sollwertvorgaben für Laser zu machen oder sowas. Also das geht wirklich vom ganz einfachen Digitaleingang über hohe Kompaktheit bis zur Nutzung der EtherCAT und der Features der PC-basierten Steuerungstechnik. Ja, perfekt. Danke, Michael. Besser hätte ich es nicht sagen können. Also darum geht es doch. Es geht um Verlässlichkeit in dem, was Sie von uns schon kennen und haben. Und es geht um Weiterentwicklung.